Mein erster Roller war eine PX 80. Die wurde auch relativ früh getuned. Nach ein paar Monaten habe ich da ein 135 Kubik DR draufgesetzt. Fing bei mir also sehr früh an mit dem Tuning. Das Ganze ist jetzt 20 Jahre her. Ich hatte damals einen Führerschein in der Mache und wollte mir eigentlich ein Moped kaufen und fand die Vespas dann aber doch ganz schön und habe dann mir eine Vespa zugelegt auf Zuspruch von dem jeweiligen Mod. Der meinte, hol dir doch lieber eine Vespa, ist ganz cool. Das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich da hängen geblieben. Ich habe Industriemechaniker gelernt, habe dann einige Jahre Maschinenbau studiert und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Warp 5 wurde vor ungefähr 5 Jahren gegründet. Wir haben zurzeit ungefähr 18 Mitarbeiter, die sind alle auf Aushilfsbasis. Wir sind aber ständig zu etwa 4 bis 5 Leuten da. Hauptsächlich bearbeiten wir Motoren oder Motorenkomponenten, aber auch die komplette Restauration von Fahrzeugen, Vespa und Lambretta wird hier übernommen. Ist viel Arbeit, sind schon 60, 70 Stunden die Woche. Ist schon echt was anderes, wie wenn du irgendwo angestellt bist, aber ich mache es trotzdem gerne. Wir haben keinen normalen Versandhandel von Gepäckträgern oder Reifen oder so. Bei uns dreht sich es eigentlich schon nur um bearbeitete Teile sozusagen. Also es ist nicht so der 0815-Laden. Es sind schon ganz spezielle Sachen, die wir hier machen. Viele Leute mögen den Vespa-Lenker nicht, weil er sehr gerade ist, also ziemlich gerade über. Deshalb bauen wir die Lenker um zu sogenannten Drop-Lenkern. Die sind von der Neigung ein bisschen sportlicher. Wenn man auf dem Roller sitzt, kann man gerade bei hohen Geschwindigkeiten sich hinterm Lenker verstecken. Ist auch eine wirklich schöne Sache. Wir sägen dazu diese Unterteile auseinander, schweißen die wieder etwas schräger zusammen. Ist super aufwendig, weil die Abdeckungen auch in 3 Hälften geschnitten werden müssen. Das ist halt so eine Abdeckung, wie sie zersägt ist. Die wird dann wieder zusammengeklebt mit GFK und muss von der Form wieder komplett zusammengespachtelt werden. Mein Kollege ist auch gerade dran, einen Lambretta-Lenker fertig zu machen. Die Lenker sind natürlich sehr unterschiedlich. Auch für den Kunden sind die sehr individuell gestaltet, gerade von der Neigung her. Es gibt Lenker, die sind etwas dezenter, gerade bei Oldtimern machen wir das ganz gerne. Oder bei Rennmaschinen, die ein bisschen wilder aussehen, da gibt es schon mal Kunden, die möchten das etwas steiler haben. Und die Anfertigung von der Abdeckung ist deshalb sehr individuell und auch schwierig und aufwendig. Ja, wir haben hier ein 210er Malossi-Zylinder-Kit mit Kolben. Das ist so das Klassische, was auf eine 200er Vespa draufgebaut werden kann. Das ist jetzt die Variante, wie sie von Malossi aus dem Werk kommt. Läuft so schon ganz gut, wenn man draufsteckt für Plug and Play. In Verbindung mit einem größeren Vergaser und Membranansaugstutzen, Auspuff, um noch mehr Leistung rauszuholen, muss Zylinder und Kolben komplett bearbeitet werden. Wir haben jetzt hier einen originalen Kolben und einen von uns bearbeiteten Kolben. Wie man sieht, die Zylinder, die Fenster im Kolben sind wesentlich größer. Das heißt, da geht wesentlich mehr Gemisch durch, was zur Verbrennung dann zur Verfügung steht. Ebenfalls die Fußfenster im Zylinder sind auch größer. Hier der originale Zylinder und der von uns bearbeitete. Die Fenster sind jedenfalls größer. Und auch hier der Kanal ist größer. Das bringt eine Leistungssteigerung von etwa 2 bis 5 PS. Grundsätzlich haben wir noch die Möglichkeit, die Kurbelwellen zu bearbeiten. Das ist jetzt eine strömungsgünstige Kurbelwelle. Die wurde bearbeitet, sodass das Gas wesentlich besser an den Kurbelwangen vorbeiströmen kann. Das macht also auch noch mal ein bisschen was an Laufkultur aus. Wir haben die Möglichkeit, hier auf dieser Presse die Kurbelwellen auseinander zu pressen. Und es gibt dann ganz nette Teile, das sind diese exzentrischen Hubzapfen. Die verlängern also den Hub, wenn man die austauscht. Das ist der originale Zapfen, der ist also gerade. Der hat in der Mitte, wo das Bläuel drauf läuft,
an Exzenter. Und wenn man den jetzt vernünftig einbaut in die Kurbelwange, verlängert sich der Hub. So hat man also anstatt 60 mm zum Beispiel 62,5 mm. Und das Ganze verleiht dem Motor schon einen deutlichen Drehmomentzuwachs. Wenn die Welle dann wieder verbresst ist, kommt die Welle auf diese Vorrichtung. Dort wird die dann ausgerichtet. Die Welle ist jetzt noch schief. Das sieht man daran, dass der Zeiger wandert. Die müsste dann noch ausgerichtet werden. Das Ausrichten funktioniert mit einem Kupferhammer. Man nimmt die Welle je nachdem in die Hand und klopft mit dem Kupferhammer wirklich hier drauf. Das wird wirklich so gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie was Blödes, was ich hier mache, sondern so macht man das. Ich hau jetzt da mal drauf. Ja. Drücken wir sie nochmal drauf. Und jetzt ist es schon deutlich besser wie eben. Man muss halt genau überlegen, wo ist der Ausschlag, wo haut man drauf. Und so kann man die Welle dann in ihre entsprechende Richtung drücken, bis beide Achsen wirklich parallel laufen und der Zeiger auf Null bleibt. Das Ausrichten der Kurbelwellen ist nicht abzuschätzen. Das kann mal ein paar Minuten dauern, es kann aber durchaus auch mal 2 oder 3 oder 4 Stunden dauern. Man kann auch dran verzweifeln. Man lässt auch eine Welle gerne mal ein paar Tage liegen und geht dann nochmal ran. Wir sind gerade dabei für unseren Sprinter was Wassergekühltes zu bauen. Das ist also der gleiche Zylinder wie hier. Der ist jetzt außen schon ein bisschen bearbeitet. Die Kühlrippen sind also schon teilweise weggeflext worden. Die Überströme sind jetzt hier noch original. Bei diesem sind sie schon etwas größer. Das wird also bei dem Wassergekühlten auch noch folgen. Der ist also auch schon eigentlich High-End bearbeitet von Warp 5, aber halt noch die luftgekühlte Version. Das sieht alles noch sehr roh aus, wird aber schon noch ein bisschen schöner werden. Wir haben uns jetzt hier dazu entschlossen, den Auslass dann doch noch etwas extremer zu machen. Wenn man jetzt mal schaut, sieht man den hauptsächlichen Auslasskanal hier. Wir haben aber hier noch diese Hilfsauslasskanäle auf beiden Seiten. Im Vergleich zu dem Auslass bei dem hier, bei dem originalen Auslassprofil, haben wir keine zusätzlichen Überstrom- bzw. Auslasskanäle, die fehlen hier. Wir hoffen uns also einen Leistungszuwachs bei dem hier von vielleicht nochmal 5 PS. Das ist jetzt schon eine Kopie von solchen Zweitakt-Vollcross-Maschinen. Die haben also diese Stehbolzen nicht, sondern die haben unten so kurze Bolzen, sodass sie hier wirklich richtig viel Platz haben und die können von der Auslassform machen, was sie wollen. Bei Vespa und Lambretta gehen die Stehbolzen aber komplett durch und so ist man dann da ein bisschen eingeengt an der Stelle. Deshalb haben wir jetzt hier so eine Aktion machen müssen mit dem Kanal hier außen rumlegen. Das ist so ungefähr das, was auf die andere Seite kommen soll. Was da noch zugehört, ist natürlich der entsprechende Kopf. Das ist jetzt so das Grundteil für den wassergekühlten Kopf. Das ist der luftgekühlte und der soll halt da drauf kommen. Ist jetzt auch noch das rohe Teil, aber im Groben sieht es jetzt erstmal so aus. Das sieht also dann schon schick aus, wenn der Wassermantel hier drum ist. Das bildet schon eine saubere Einheit. Ja, das machen wir auch hier selbst. Also das ist ja ein Zylinder aus Aluminium. Und das ist alles jetzt hier schon aufgeschweißt worden von mir und das wird alles noch ein bisschen schöner bearbeitet und dann kommt nachher ein Blechstreifen drum. Das ist natürlich elends viel Arbeit, den Blechstreifen genau anzupassen, dass man den überall drum schweißt. Das muss ja auch dicht sein und druckdicht auch. Es wird unter Wasser dann in einem Bad mit Druckluft beaufschlagt, wenn alles drum geschweißt ist. Und dann sieht man genau, wo Bläschen hochkommen, ist noch eine undichte Stelle, da muss das nochmal nachgeschweißt werden. Und das ist halt was, wo man dann wirklich eine Lambretta auf richtige Geschwindigkeiten bekommt, ohne Hitzeprobleme zu bekommen. Das ist grundsätzlich die Sache. Ich könnte das ja auch mit einem luftgekühlten machen, da würde der Motor aber zu heiß werden. Irgendwann ist halt eine Grenze erreicht, wo man luftgekühlt nicht mehr weiterkommt, weil ganz einfach die Thermik nicht mehr mitspielt. Grundsätzlich ist eine Wasserkühlung schon, wenn man es richtig macht, aufwendig. Man muss schon genau drüber nachdenken. Die meisten Leute verbauen sich doch einen Kühler, der etwas zu klein ist.
Man sollte lieber einen großen Kühler wählen und dann eine etwas kältere Temperatur fahren, das ist sehr wichtig. Man hat also oft, dass wassergekühlte Zylinder komplett gefahren werden auf dem Fahrzeug. Das funktioniert bei 10 Grad Außentemperatur. Aber wenn es draußen dann auf einmal mal Hochsommer ist, 35 Grad, dann ist der Kühler schnell zu kalt, weil das ganze System ja 25 Grad wärmer wird. Also es ist schon nicht zu unterschätzen, die Kühlergröße. Da beißen sich die meisten Leute die Zähne aus. Es muss schon wirklich vorne aufs Beinblech drauf. Der muss ausreichend groß sein und es reicht nicht, irgendwie versteckt unter der Seitenhaube so einen Kühlerschnee hinzubauen. Da kommt man einmal zum Supermarkt und zurück und das war's.